In China feiert die Kommunistische Partei ihr 100-jähriges Bestehen, unter anderem mit kollektivem Geschichtsunterricht für die Bevölkerung. Filme, TV-Serien, Bücher, alles dreht sich derzeit um die Geschichte der Partei. Und davon profitieren jene Orte, die in dieser Geschichte eine besondere Rolle gespielt haben. Denn dorthin reisen die Menschen jetzt in Massen, wie Josef Dollinger berichtet. Eins, zwei, drei, ein schnelles Foto noch, bevor es ernst wird. Wer die historischen Stätten des chinesischen Kommunismus besucht, der kommt um eine politische Belehrung kaum herum. Hier in Huanyangjie im Süden Chinas hat im Jahr 1928 die Rote Armee erstmals die Nationalisten zurückgeschlagen. Dieser Rest eines Schützengrabens soll daran erinnern. Ihr Großvater hat damals mitgekämpft. Jedes Jahr besucht sie wegen ihm die geschichtsträchtigen Stätten. Der sogenannte rote Tourismus steht heuer besonders hoch im Kurs. 100 Jahre kommunistische Partei, das muss gefeiert werden. Ein Plus von 50% gibt es heuer beim roten Tourismus. 92 Millionen Parteimitglieder sind ein verlässlicher Kundenstock. Eine Pilgerfahrt auf Maos Spuren macht sich gut im Lebenslauf eines chinesischen Kommunisten. Die Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas soll genau studiert werden. Das ist der Auftrag von Xi Jinping. Nur wer die Vergangenheit kennt, kann auch für die Zukunft planen. Und die Partei hat hier in China noch viel vor. Und das nicht nur im Tourismus. Chinas Kommunisten bauen das Land gerade zur neuen Weltmacht auf. Darüber kann man sich schon freuen. Ein Tänzchen zu Ehren der glorreichen Geschichte und, wer weiß, vielleicht einer noch glorreicheren Zukunft Chinas. Und zur Zukunft Chinas erreicht uns heute eine Meldung. Und zwar will das Land seine strikte Geburtenpolitik ändern. Künftig soll es Familien erlaubt sein, bis zu 3 Kinder zu haben. Grund dafür soll die nur noch langsam wachsende Bevölkerung sein. Erst 2016 hatte China die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik abgeschafft, in der Hoffnung, die Zahl der Babys zu erhöhen. Seither wird offiziell eine Zwei-Kind-Politik vertreten.